Ja, das ist tatsächlich schon 5 Monate her, seit die Spiele hier in Berlin stattgefunden haben. Dieses große internationale Fest des Sports und die Welt hier in Berlin zu Gast war. Und es ist natürlich Zeit, eine kleine Bilanz zu ziehen. Und das werden wir heute hier machen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Pressekonferenz. Und wir werden mal schauen, welche nachhaltige Wirkung diese Spiele tatsächlich mit sich gebracht haben, welche Impulse sie gegeben haben, um tatsächlich weiterhin an den Belangen für Menschen mit Behinderung auch tatsächlich zu arbeiten. Und damit begrüße ich hier in dieser Runde, wir werfen natürlich auch einen Blick auf die Förderer dieser Spiele, also den Senat Berlin und das Bundesinnenministerium. Ich begrüße hier an unserem Tisch, nein, ich muss noch vorab sagen, die Senatorin Berlin, Frau Iris Spranger, hat sich aus gesundheitlichen Gründen leider abmelden müssen. Und deswegen ist es sehr, sehr schön, dass wir die Staatssekretärin für Sport im Senat Berlin, Franziska Becker, hier haben, quasi ganz frisch im Amt. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dann des Weiteren Frau Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für Heimat. Hallo, auch an Sie herzlich willkommen. Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland. Sven Albrecht ist da, er ist CEO der Special Olympics World Games Berlin 2023 und Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland. Und dazu, und da freue ich mich ganz besonders, Heidi Kuder. Sie ist Medaillengewinnerin und zwar einmal Bronze im 100-Meter-Lauf und einmal Bronze in der 4x100-Meter-Staffel und den 6. Platz im Kugelstoßen hast du gemacht. Also auch du herzlich willkommen und für mich ein alter Bekannter, oder er steht sogar auf, Robert Herberg, also auch Medaillengewinner und zwar Radfahrer ist er und er war Gesicht der nationalen Spiele hier in Berlin im vergangenen Jahr. Also ein herzliches Willkommen an unsere Teilnehmenden und natürlich nicht zu vergessen Unity, Sie werden ihn sicherlich noch kennen, unser Maskottchen der Weltspiele hier in Berlin in diesem Jahr. Es war, ja, es ist 5 Monate her, es war ein Riesenfest und wenn man die Spiele sieht, also dann denkt man tatsächlich, es ist gerade gestern gewesen. Frau Krajewski, das Ziel von Special Olympics war es ganz klar, den Athletinnen eine Bühne zu bieten für ihre Belange und ihnen aber auch die bestmöglichen, ja, Gegebenheiten für diese Weltspiele zu schaffen. Ist das gelungen? Ja, die Ziele, die Sie gerade genannt haben, Frau Ulbing, die sind auf alle Fälle gelungen. Und ich würde sagen, unsere Erwartungen sind insgesamt übertroffen worden. Als wir vor vielen Jahren, muss man schon sagen, begonnen haben, diese Spiele zu planen, da hatten wir natürlich auch Sorge, ob wir das alles so großartig hinkriegen würden. Da muss ich sagen, das ist in vollem Umfang gelungen. Die Organisation hat geklappt, die Abläufe waren gut, die Zuschauer waren begeistert. Da wird nachher noch mehr zu gesagt werden. Aber das Allerwichtigste ist, die Athletinnen und Athleten wurden endlich richtig sichtbar. Sie waren in der Mitte, sie waren die Akteure, sie waren die Gestalter der Spiele. Und das hat uns in der Intensität, wie es zustande gekommen ist, doch nicht nur sehr erfreut, sondern fast auch ein bisschen überrascht. Dazu haben viele beigetragen. Insbesondere möchte ich erwähnen die Medienallianz, die wir ja gegründet haben für die Weltspiele, die also ganz großartig gewirkt hat. Hier nochmal allen Beteiligten ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie über die ganze Welt die Bilder transportiert haben, die wir auch eben gesehen haben. Es war unser Ziel, durch die Kraft des Sportes zu zeigen, was die Athletinnen und Athleten drauf haben. Es war unser Ziel, Begegnungen zu schaffen, damit auch Fremdheit, wenn es noch besteht, abgebaut werden kann. Und all dies wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn nicht auch die Förderer, die Freunde und Freundinnen an unserer Seite so nachhaltig gewirkt hätten. Ich bedanke mich außerordentlich herzlich sowohl bei Juliane Seifert für die Bundesregierung als auch bei Franziska Becker für das Land Berlin. Beide haben in guten wie auch manchmal schwierigen Zeiten zu uns gestanden, haben uns so intensiv gefördert und unterstützt. Nicht nur jetzt, indem die Parlamente Haushaltsmittel bewilligt haben, sondern auch in der gesamten Abwicklung waren sie immer an unserer Seite und ohne die beiden und viele andere Sponsoren und Förderer wäre das alles nicht möglich gewesen. Deshalb
Wir haben jetzt eine gute Plattform. Das Host Town Program, was ja Ihnen allen bekannt ist, was in ganz Deutschland stattgefunden hat, hat überall Begegnungen geschaffen. Wir haben eine hervorragende Ausgangslage, aber Nachhaltigkeit dauert länger als 5 Monate. Das stimmt. Und da Sie gerade gesagt haben, das waren ein paar Jahre, die Sie zur Vorbereitung gebraucht haben, es ist tatsächlich 5 Jahre her, seit die Vergabe an Berlin stattgefunden hat. Ja. Vor 5 Jahren hatte Berlin also quasi den Zuschlag bekommen. Und wir hätten den Zuschlag nicht bekommen, wenn wir nicht dieses Ziel der Nachhaltigkeit von Anfang an auf die Agenda genommen hätten. Das war unser, ich sage jetzt mal, unique selling point bei der Vergabe der Weltspiele. Darauf hat Special Olympics International ganz besonders geachtet. Und ich habe einen persönlichen Brief von Tim Shriver bekommen, handschriftlich, wie sich das dann so gehört, wo er auch schreibt, dass es die besten Spiele waren, die Special Olympics International bisher vergeben hatte. Und da wollen wir tatsächlich auch die Athletinnen fragen. Also, denn Sie haben jetzt gerade einiges gesagt, also was tatsächlich passiert ist, was umgesetzt wurde für die Athletinnen selbst, aber auch natürlich für die Gesellschaft. Und deswegen die Fragen an Heidi und an Robert. Und Robert, ich starte mal mit dir, weil du bist der alte Hase, wenn es um Weltspiele geht. Also du warst in Los Angeles dabei, du warst in Abu Dhabi dabei. Ja. Und dieses Jahr in deiner Heimatstadt in Berlin. Ja. Wie war es? Es war großartig, dass die Athleten... Anna? Ja. Super. Es war großartig, dass die Athleten bei mir in Berlin zu Gast waren. Und es war großartig, dass eine tolle Atmosphäre in und um Berlin stattgefunden hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle, dass die Athleten mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport machen können. Das und genau die Worte, die wir definitiv auch in die Welt hinaustragen wollen. Heidi, für dich waren es die ersten Weltspiele, die du hinter dich gebracht hast und das auch noch ja, erfolgreich, als du in das Stadion eingelaufen bist. Bist du die Erste, die da angekommen ist aus dem deutschen Team. Ja. Was war das für ein Gefühl? Also es war wirklich unglaublich. Und ich weiß noch, wie ich damals noch dort zu einer Freundin gesagt habe, dass ich bei dem Einlauf ins Stadion ganz hinten laufen werde, weil es mir ganz vorne dann doch zu sehr aufregend war. Und dann war das so, dass ich dann auf der Liste stand und dann gesagt wurde, dass ich ganz vorne einlaufen soll. Und ich muss sagen, ich habe die Entscheidung nicht bereut. Es war wirklich ganz, ganz toll. Und die Atmosphäre im Stadion war wirklich wundervoll, werde ich nie vergessen. Robert, du hast dich ja sehr, sehr auf die Weltspiele auch in diesem Jahr natürlich vorbereitet, wie du dich auf alle Veranstaltungen vorbereitest. Ja, habe ich. Ja, Gott sei Dank. Wie zufrieden bist du denn dann mit deiner Leistung? Ich bin sehr, sehr doll zufrieden. Habe hier einmal Gold und einmal den 4. Platz gemacht. Also besser kann man nicht abschneiden in Berlin. Das stimmt. Und ich habe den Weg geebnet, dass noch mehr Dreiradfahrer was aufhaben. Kannst du denn sagen, ob sich seitdem irgendetwas verändert hat? Ja, man wird auf der Straße angeguckt, man belächelt sich miteinander und man wird natürlich begegnet, man sich in den Begegnungsstätten. Sport treiben ist wichtig, ja. Und man freut sich miteinander und auch zueinander und man trainiert zusammen und ich muss mich noch mal ganz toll betonen, ich freue mich natürlich ganz toll, dass ich eine Goldmedaille mit nach Hause fahren durfte und konnte. Also du hast ja auch Medaillen mitgebracht, du hast, genau, ihr seid professionell hier mit dem An und Aus, super. Du hast Medaillen mitgebracht, du hast dich auch sehr vorbereitet. Was wünschst du dir oder was glaubst du, was braucht ihr noch, ihr Athletinnen, zur weiteren Entwicklung? Also wichtig ist, dass man weiterhin regelmäßig trainiert und dass man mit ganz viel Disziplin und... Ja, also wichtig ist, dass man regelmäßig trainiert. Und dass man bei dem Sport dranbleibt und genau, ja. Und ganz tolle Trainer, die auch einem hinter sich stehen und ja.
Also einfach, dass die Vorbereitung auch wirklich klappt in allen Belangen. Genau. Sehr, sehr schön. Also emotional gesehen kann man tatsächlich sagen, dass die Spiele rundum gelungen sind. Und natürlich ist es jetzt enorm wichtig, was sagen die Zahlen und Fakten. Und da würde ich gerne Sven Albrecht, ich beug mich mal so rüber, Sven ansprechen. Ihr habt natürlich die Spiele ausgewertet. Zu welch einer Bewertung seid ihr denn gekommen? Ja, also natürlich haben wir uns erstmal die Daten und Fakten nochmal angeguckt. Da sind ja auch sehr, sehr interessante Zahlen in den Unterlagen, der Presseunterlagen. Da will ich auch ein Stück weit verweisen. Aber ich will doch nochmal am Anfang ein paar Zahlen benennen, weil das, glaube ich, die Dimension nochmal unterstreicht, die wir dann schlussendlich im Juni erlebt hatten. Wir hatten insgesamt 26 Sportarten. Dahinter verbergen sich aber dann 1300 Wettbewerbe, die eigentlich durchgeführt worden sind innerhalb von 8 Tagen. Und das ja auch zum großen Teil durch ehrenamtliche Strukturen. Das, finde ich, muss man immer wieder unterstreichen. Wo wir besonders stolz drauf sind, dass es die ersten Weltspiele waren, wo wir fast ein Gleichgewicht hatten zwischen Männern und Frauen, was die Startmöglichkeit besteht. Das ist auch absolut keine Selbstverständlichkeit. Das, denke ich, ist ein Weg, den wir unbedingt bei Special Olympics weiter vorantreiben müssen. Das Gesundheitsprogramm als elementarer Bestandteil der Weltspiele hat insgesamt 15.000 Untersuchungen vorgenommen. Auch dort haben wir jetzt die Ergebnisse über den Gesundheitszustand weltweit. Da will ich jetzt nicht in die Tiefe eingehen. Ich kann nur so viel sagen, dass wir in Deutschland auch noch genug Hausaufgaben haben, was die gesundheitliche Versorgung unserer Athletinnen und Athleten betrifft. Auch das haben die Zahlen noch mal deutlich untermauert. Eine Zahl, die ja immer wieder beeindruckend ist, sind die 18.000 Volunteers, die im Einsatz waren aus 120 Nationen. Auch das ist aus unserer Sicht in der Bewertung, gerade die Internationalität, auch im Volunteering, auch ein großer Erfolgsgarant gewesen, dass wir genau diesen globalen Ansatz nicht nur bei den Teams hatten, sondern auch bei den Helfenden. Und hinter den 18.000 Volunteers verstecken sich 60.000 Schichten, die insgesamt während der Veranstaltung umgesetzt worden sind. Und wir haben auch mal die Stunden errechnet. Es waren über 430.000 Stunden an Ehrenamt, die diese Veranstaltung nur in der Woche möglich gemacht hat. Damit ist nicht einberechnet, was im Host Town passiert, ist nicht mit einberechnet, was die letzten 4 Jahre geschehen ist. Und das unterstreicht, glaube ich, auch nochmal, wie wichtig einfach das Ehrenamt auch für Sportgroßveranstaltungen in unserem Land sind. Es sind aber durchaus auch ein paar Besonderheiten passiert. Ich finde, das kann man auch mal erzählen. Wir hatten ja eine beeindruckende Eröffnungsfeier mit einem tollen Bühnenbau. Da hatten unsere Leute aber im Stadion durchaus auch ein paar Schweißtropfen, weil ein nicht ganz unerheblicher Teil des Materials zum Olympiastadion transportiert worden ist. Leider ins Olympiastadion München und nicht Berlin. Da gab es einen kleinen Verwechsler bei dem Auftragnehmer, aber wir konnten das zum Glück noch regeln. Von den 175 Delegationen sind 2 Delegationen überraschend noch mit einem Baby angereist. Auch da mussten wir uns erstmal drauf einstellen. Und ich glaube, der letzte Punkt, dass wir doch auch eine sehr hohe Flexibilität hatten bei der Anreise, was die eigentlichen Orte betraf. Wir hatten ja mit Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg insgesamt 5 Eintrittszentren. Manchmal ist München auf einmal Frankfurt geworden oder Hamburg geworden. Da mussten wir auch drauf reagieren, aber das haben wir gemeinschaftlich mit den Host Towns geregelt. Und natürlich in der Auswertung, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, war es für uns ja direkt nach der Veranstaltung, was unsere Präsidentin auch dargestellt haben, dass wir sehr, sehr zufrieden sind. Aber für uns ist natürlich auch wichtig, wie geht es eigentlich den Teilnehmenden, die da waren. Und da haben wir mit allen Gästegruppen eine Evaluation vorgenommen. Und das wichtigste Ergebnis für uns ist, dass 85% der Athletinnen und Athleten die Veranstaltung als sehr gut bewertet hat. Und ich glaube, das ist schon eine außerordentlich hohe Zahl. Und das betrifft alles. Die Organisation, die Unterstützung an den unterschiedlichen Veranstaltungsstätten. Und ich glaube, da können wir gemeinschaftlich sehr, sehr stolz drauf sein. Auch, dass wir im Moment viel Anerkennung von außen erfahren. Wir haben ja etliche Preise gewonnen. Jetzt am Freitag den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, der für uns natürlich besonders wichtig ist, weil, wie unsere Präsidentin gesagt hat, das ist die Grundlage unserer Veranstaltung. Und dann will ich nur noch mal ganz kurz auf 2 Elemente eingehen. Wir haben ja immer gesagt, es geht darum, Bewusstsein zu schaffen und schlussendlich Begegnung zu schaffen. Und da zeigen die Zahlen, glaube ich, auch noch mal was Beeindruckendes. Wir hatten schlussendlich insgesamt 560 Stunden Bildmaterial oder Berichterstattung durch die Medienallianz. Wir haben weltweit potenziell 9 Milliarden Kontakte generiert über die Pressearbeit.
Auch das ist einzigartig bei Weltspielen bisher. Und wir sind ja vor 5 Jahren gestartet, dass eigentlich viele Menschen Special Olympics nicht kannten. Und wir haben jetzt insbesondere von 22 auf 23 den Bekanntheitsgrad von Special Olympics zwischen 25% und 30% erhöht. Das hängt je nach Region. Und das ist für uns natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis für die Zukunft. Bei den Begegnungen will ich nur noch mal betonen, dass es für uns wirklich herausragend mit den 216 Hosttown war und dass es uns gelungen ist, so viele Menschen zu bewegen. Auch das ist etwas, was wir jetzt immer wieder aus der Special Olympics Familie hören. Das gab es noch nie, dass wir über 100.000 Tickets allein für die Sportwettbewerbe verkauft haben, dass 50.000 bei der Eröffnungsfeier waren, dass insgesamt 300.000 Menschen zu den Wettbewerben gekommen sind. Wir hatten ja auch etliche, wo man einfach so kommen konnte. Das ist eine völlig andere Dimension. Und da komme ich dann auch auf die letzte Ebene. Das Internationale, das ist das, wofür Berlin und Deutschland, das will ich immer unterstreichen, es geht ja nicht nur um Berlin, sondern auch Deutschland mit dem Hostern, wofür die Spiele stehen, dass Special Olympics noch nie so eine mediale Aufmerksamkeit hatte, dass noch nie so viele Menschen zu den Wettbewerben gekommen sind und dass Special Olympics sagt, dass weltweit gerade auch dadurch, dass so viele politische Entscheidungsträgerinnen nach Berlin gekommen sind, allein bei der Eröffnungsfeier über 70 Ministerinnen und Minister aus aller Welt, dass gerade ganz, ganz viel passiert nach Berlin, auch weltweit, dass die Unterstützung von Special Olympics zunimmt und ich glaube, da können wir gemeinschaftlich auch sehr stolz drauf sein. Das sind echt... Auf jeden Fall, natürlich. Nur zu dem letzten Punkt. Im Moment zeichnet sich ab, obwohl es noch nicht ganz in trockenen Tüten ist, dass die nächsten Special Olympics World Games nach Chile gehen, nach Santiago de Chile. Und die Präsidentin von Santiago de Chile, also von Chile, die Special Olympics Präsidentin von Chile, war auch hier in Berlin und hat mich inzwischen auch angefunkt und wir werden demnächst eine Schalte haben, wie das heute so üblich ist und sie wollen einfach wissen, wie habt ihr das gemacht, um einfach auch was mitzunehmen für ihre eigenen Vorbereitungen. Jedes Mal ist es anders, aber das zeigt auch, wie groß im Moment das Interesse ist, auch sich für eine solche Sportgroßveranstaltung weltweit zu engagieren. Das stimmt. Also so ein bisschen Vorreiterrolle, die auch jetzt Deutschland tatsächlich durch die Spiele eingenommen hat. Also Sven, vielen Dank. Beeindruckende Zahlen, schöne Randgeschichten, die aber auch dann wieder zeigen, dass unter dem Hashtag Unbeatable Together, dass da wirklich einiges zu stemmen ist. Also gerade wenn da auf einmal zwei Babys noch mit ankommen oder Teile in das falsche Olympiastadion geliefert werden. Frau Seifert, bevor wir zu der Bilanz aus Ihrer Sicht kommen, eine persönliche Frage. Wie haben Sie die Spiele erlebt? Moment, jetzt hat. Die Ausführungen und die Schilderungen von Christiane Krajewski und Sven Albrecht und die Zahlen haben deutlich gemacht, dass man sagen kann, dass mit den Special Olympic World Games in Berlin wirklich ein neuer Goldstandard für inklusive und internationale Sportgroßveranstaltungen gesetzt wurde. Und den haben wir alle miterlebt. Ich erinnere mich noch wahnsinnig gerne an die Eröffnungsfeier. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass zur Eröffnungsfeier von Special Olympics 50.000 Zuschauer in das Olympiastadion kommen, da eine so umwerfende und beeindruckende und bewegende Eröffnungsfeier feiern, dass viele Hunderttausende an den Fernsehzuschauer das verfolgen. Ich erinnere mich an die Wettkämpfe, an die Begegnungen mit den Athleten, aber oft auch kleine Begegnungen, die man, und da sieht man, glaube ich, auch die Kraft des Sports und auch des inklusiven Sports für die Gesellschaft. Bin hier in der Tram zum Alex gefahren und es stieg eine Mannschaft ein in ihren Trainingsanzügen und die ganze Tram hat sie gefeiert. Wir haben das gesehen bei den vielen Veranstaltungen auch in der Stadt. Und das finde ich, das ist wirklich die Kraft des Sports und ist auch das, was unser Land, was die Stadt Berlin davon auch noch mal mitgenommen hat, ganz viele Bürgerinnen und Bürger hier und Menschen im ganzen Land, dass man das einfach erlebt hat, dass wahnsinnig tolle Stimmung hier in der Stadt war, in den Hosttowns. Und das ist wirklich, glaube ich, der Erfolg im Großen wie im Kleinen an ganz vielen Orten, bei ganz vielen Menschen von den Special Olympics. Das kann ich mir gut vorstellen, dass genau das auch rübergekommen ist. Frau Becker, wir wissen, Berlin kann Sportgroßveranstaltungen, aber inwieweit hat die Sportmetropole Berlin von den Weltspielen profitieren können? Ja, hallo erstmal. Also
Wir haben es ja, ich weiß ja jetzt gar nicht, was ich hier noch ergänzen soll von meinen Vorrednern. Wir haben die Worte gehört, wir haben die Bilder gesehen. Also erstmal, das hat hier alles in meiner Geburts- und Heimatstadt Berlin stattgefunden. Und ich kann auch nur bestätigen, dass es aus unserer Sicht ein ganz großer Erfolg war und Berlin sich da von seiner besten Seite gezeigt hat. War gastfreundlich, tolerante Stadt, weltoffen. Und der Funke der Begeisterung war ja nun überhaupt nicht zu übersehen, wenn man auch das mediale Interesse dann irgendwie wahrgenommen hat. Und auch, wie es Frau Seifert eben sagte, in der Stadt war Special Olympics überall erlebbar. Und Berlin hatte sich ja nun auch sehr gut vorbereitet, ja, zusammen mit dem mit Bundesministerium und mit der Organisation von Special Olympics haben wir halt jahrelang darauf hingearbeitet, dass das hier ein großer Erfolg wird, dass hier die Sportstätten, die Sportanlagen, dass die hier fit gemacht werden für die Olympischen Spiele. Und also man kann halt sagen, dass die Latte sehr hoch gehängt wurde. Also wir haben da durchaus einen Goldstandard gesetzt, den man jetzt auch nicht mehr so leicht vorbeikommt. Ja? Und ja, erstmal so viel dazu. Ja, ich glaube, da haben Sie denn tatsächlich auch das Stichwort gegeben. Frau Seifert, welche Impulse haben denn diese Weltspiele gesetzt? Gerade wenn man jetzt auf Ihre Arbeit bei der Förderung von weiteren internationalen Großsportveranstaltungen blickt. Ja, die Spiele haben ganz viele Impulse gegeben. Einerseits für den inklusiven Sport natürlich. Mich hat neulich ein Landesminister angesprochen, der für Sport zuständig ist und hat gesagt, er will unbedingt eine der nächsten nationalen Spiele in sein Bundesland holen, weil er einfach sieht, was dann dort passiert, was man im Bundesland auch noch mal erreichen kann und was man erreichen kann für den inklusiven Sport. Was auch wichtig ist, dass das, was erreicht wurde mit den Special Olympics, Strahlkraft hat über den inklusiven Sport hinaus. Beispielsweise auch mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Sven Albrecht hatte angesprochen, das Volunteer-Programm. Klar war vorher schon, es soll auch bei der Fußball-Europameisterschaft ein Volunteer-Programm geben, weil auch die Fußball-Europameisterschaft nicht ohne das Ehrenamt auskommt. Was aber neu ist und was es nicht ohne Special Olympics gegeben hätte, dass es dort auch Volunteer-Tandems geben soll. Also Tandems aus Menschen mit und ohne Behinderung, die dann sich zusammen dort engagieren. Das ist schon ein ganz konkreter Impuls und Mehrwert, den wir ohne die Special Olympics nicht hätten. Wir sind auch dabei, als Innenministerium im Rahmen eines Projekts Leitlinien zu formulieren für inklusive Sportgroßveranstaltungen, für nachhaltige Sportgroßveranstaltungen. Und klar ist eben, dass bei jeder Form von Sportgroßveranstaltung Nachhaltigkeit eben auch bedeutet Inklusion, Barrierefreiheit. Darauf werden wir im nächsten Sommer achten bei den Fußball-Europameisterschaften, aber eben auch bei allen anderen. Und da kann man ganz konkret lernen, weil wir eben im letzten Sommer oder diesem Sommer gesehen haben, es funktioniert. Es funktioniert ohne Probleme. Es funktioniert so, dass alle glücklich und zufrieden damit sind. Und das ist ja auch das Erbe der Special Olympics, dass man nicht nur darüber redet, sondern dass man zeigen kann, dass man es machen kann. Also das sind ja dann schon die ersten Schritte dieses Nachhaltigkeitsgedankens, Frau Seifert. Aber gibt es schon konkrete Planungen, um auch wirklich diese nachhaltige Wirkung auch tatsächlich zu sichern? Ja, es gibt nicht nur Planungen, sondern wir sind dabei zu machen. Wir hatten jetzt vor kurzem ins Bundesinnenministerium eingeladen, verschiedene oder eigentlich alle Akteure aus der Politik und dem Sport, also von den Landessportbünden über Special Olympics, über den Deutschen Behindertensportverband, die Ministerien auf Bundesebene, die da auch von betroffen sind, um gemeinsam ganz konkret darüber zu sprechen. Erstmal, was haben wir gelernt aus den Special Olympics? Weil wir haben auch gesehen, das sind Zahlen von vor der Pandemie, dass nur 8% der Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen Sport machen, im Sportverein sind. Und das ist eben auch das Ziel, von uns darauf hinzuwirken, dass das mehr werden. Und wir sind jetzt dabei, das auszuwerten. Wir werden diesen Dialogprozess fortführen, weil jetzt eben auch alle nicht nur gesehen haben, sondern motiviert sind, hier auch wirklich ganz konkret voranzukommen. Und das macht schon deutlich, dass es hier auch um Netzwerke geht. Und ein ganz starkes Netzwerk, was geschaffen wurde bei den Special Olympics, ist das Hosttown-Programm, das in, ich glaube, 200 Städten ungefähr bundesweit, die sich eben auch beteiligt haben, womit man auch noch mal diese Sportgroßveranstaltung dafür gesorgt hat, dass sie nicht nur in Berlin stattfindet, sondern in 200 Städten bundesweit, wo auch ganz konkrete Erfahrungen gemacht wurden, wo es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt, die dort vor Ort selber ganz viel umgesetzt haben. Und es wird im nächsten Frühjahr ja auch einen Kongress geben mit den Host Towns, wo es auch nochmal darum geht, wie kann man dort vor Ort, aber auch darüber hinaus
das fortsetzen, was im letzten Sommer gestartet wurde? Wie kann man die Netzwerke eben weiter nutzen? Wie kann man das auch weiter mit Leben füllen? Bleiben wir bei Planungen, Frau Becker. Wie sehen denn die Planungen für Berlin aus, für zukünftige Ausrichtungen von inklusivem Sport hier in der Hauptstadt? Genau. Also nach dem Großereignis ist vor dem Großereignis. Ja, wir sehen ja jetzt schon, wir arbeiten mit Hochtouren auf die Organisation oder hier vom Land Berlin, der Euro 2024. Und da wird es auch ein Nachhaltigkeitsprogramm Inklusion geben. Und mit den Weltspielen hat man auch mal festgestellt, wo muss zum Beispiel auch noch Olympiastadion ertüchtigt werden, zum Beispiel im Eingangsbereich. Da werden noch Sachen nachbereitet und dass man da halt guckt, wo inklusive oder wo Menschen mit Beeinträchtigung, wo ihnen dann auch noch das Kommen und Gehen auch noch mal zum Stadion erleichtert wird. Mhm. Ja. Und auch wir haben zum Beispiel auch eine App im Berliner Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, gibt es eine Nachhaltigkeits-App. Das ist zum Beispiel auch ein Ergebnis aus den Special Olympics und das wird auch bleiben, solche Sachen. Und das war jetzt nochmal die Frage, das war dann jetzt. Wie die Planung genau, für inklusiven Sport. Genau. Aber das ist ja schon genau. Einiges. Und, wichtig ist es natürlich jetzt auch, dass man Strukturen verfestigt, mhm. dass man auch Finanzen in die Hand nimmt und sie auch verstetigt und dass man halt guckt, wo sind Projekte gut gelaufen, dass man die fortführt und dass man natürlich auch den inklusiven Gedanken noch viel stärker in die Gesellschaft dann auch reinträgt. Ja, wir haben ja nun hunderte, tausende von Sportvereinen in Berlin und die haben alle demokratische Strukturen. Und hier muss man natürlich auch gucken, wie kann man auch hier Menschen mit Beeinträchtigungen stärker beteiligen, in die Vorstände mit reinbringen und solche Sachen. Also das ist natürlich auch, was zum Blick nach vorne gehört. Ja. Also Sie haben jetzt schon einiges angesprochen, was die Weltspiele quasi gemacht haben, vorbereitet haben, um eben damit weiter zu verfahren. Frau Becker, wenn man jetzt tatsächlich jetzt sich ansieht, die Weltspiele, die haben etwas bewirkt, könnte man da auch vielleicht auf die Bewerbung für weitere Großsportveranstaltungen, was die Sportmetropole Berlin angeht, nochmal einen Blick werfen, zum Beispiel Olympische Spiele, Paralympische Spiele? Genau, hier hat ja Berlin kürzlich ganz klares Bekenntnis abgegeben mit dem Unterschreiben des Memorandum of Understanding, ja, mit weiteren deutschen Großstädten. Jetzt findet am 2. Dezember die Mitgliederversammlung des DOSB statt und da ist jetzt ein Prozess eingeleitet worden. Eine Absichtserklärung hat Berlin da gemacht für die Olympischen, für die Paralympischen Spiele und auch ganz klar in dem Wissen, wir haben jetzt so viel Erfahrung gesammelt, das können wir nicht nur weitergeben, sondern wir können hier weitere Sportgroßveranstaltungen anbieten, nachhaltig, inklusiv und da wollen wir weitermachen. Ja. Das ist der Nachhaltigkeitsgedanke. Ja, genau. Der nachhaltig, der inklusive Gedanke natürlich, das spielt ja alles eine große Rolle. Ja. Sven, was nimmt denn Special Olympics aus den Weltspielen mit? Ja, das sind ja unterschiedliche Ebenen. Ich glaube, international wird sehr viel mitnehmen und wird mit Sicherheit mit uns auch im engen Austausch bleiben, um die Standards, die wir jetzt entwickelt haben, auch wirklich weltweit auch zukünftig umzusetzen. Das ist natürlich für unser deutsches Team auch extrem wichtig, weil das haben wir eben noch gar nicht so stark benannt, dass wir natürlich auch dank der Sportförderung in den letzten Jahren erstmalig das deutsche Team ganz anders vorbereiten und entwickeln konnte. Und ich glaube, die sportlichen Leistungen waren herausragend. Und deswegen erhoffen wir uns natürlich, dass dann auch zukünftige Ausrichter für unsere Athletinnen und Athleten wieder tolle Rahmenbedingungen bieten und wir unser Team entsprechend vorbereiten. Und deswegen, glaube ich, wird da ein sehr großer Effekt bei SOI sein. Und für uns selber muss man ja immer wieder sagen, das hoffe ich eher, dass das vielleicht auch andere Sportgroßveranstaltungen in Deutschland mitdenken. Wir müssen ja immer überlegen, wo wir herkommen. Und das haben wir vorhin schon benannt, dass wir vor 5 Jahren, wie gesagt, es kannte uns fast niemand, es kannte niemand die Veranstaltung. Wir haben herausragende Sportler, die aber nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Das heißt, wir hatten auch keine automatischen Stars und haben deswegen von Beginn an ja eigentlich den Weg gesucht, eine große Bewegung zu erzeugen, die sich hinter unserem gesellschaftlichen Ziel vereint, nämlich die Inklusion in unserer Gesellschaft zu fördern. Und das ist uns gelungen und deswegen haben wir auch sehr stark von Beginn an nicht nur in der Sportstruktur gedacht, sondern haben eigentlich versucht, ganz viele gesellschaftlichen Gruppen mitzunehmen. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der sehr gut gelaufen ist und der hoffentlich übernommen wird. Und dann kann man ja immer wieder nur unterstreichen,
Die Weltspieler haben Beitrag geleistet, aber die gesellschaftliche Aufgabe ist ja nicht mit dem 25. Juni erledigt, sondern wir haben jetzt eigentlich eine Chance, darauf aufbauend wirklich etwas zu verändern. Und die Motivation nehmen wir mit aus den Weltspielen, mit unseren Athletinnen und Athleten daran weiterzuarbeiten, um das auch zu erreichen. Jetzt wird es ja ganz sicherlich Meilensteine geben, gerade für den Verband von Special Olympics Deutschland. Frau Krajewski, wie sehen denn die nächsten Meilensteine aus? Ja, da gibt es einmal die Meilensteine betreffend Sportgroßveranstaltungen, nicht so groß wie Weltspiele, sondern eben jetzt auf dem nationalen Level. Wir bereiten uns jetzt gerade vor auf die Winterspiele, die nationalen Winterspiele, die am 29. Januar in Oberhof in Thüringen eröffnet werden. Und auch hier gibt es schon ein Drei-Standorte-Konzept, also nicht nur eine Ortschaft, möchte ich mal sagen, im Thüringer Wald, also Oberhof wird beteiligt sein, sondern gleichermaßen auch Erfurt und Weimar mit Sportangeboten. Und ich finde das deshalb sehr bedeutsam, weil Thüringen immer schon eine starke Sportecke war, möchte ich mal sagen, aber das Thema Inklusion in Thüringen auch noch ordentlich Arbeit macht. Mhm. Ja, und die politischen Strukturen auch nicht so einfach sind, dass man immer sagen kann, das sind Selbstläufer hier bei der Inklusion weiterzukommen. Also insofern glaube ich, das ist ein sehr spannender Ort und ich kann auch nur die Medienvertreter animieren, auch an den nationalen Winterspielen in Oberhof, Weimar und Erfurt sich zu beteiligen. Dann ein Meilenstein, wir werden irgendwann am Ende dieser Veranstaltung ja eine Fahne übergeben müssen. Wir wissen noch nicht, wohin, weil wir haben ja dann wieder die nationalen Sommerspiele, also die nächsten. Berlin war 22 und dann kommt 26. Da gibt es zwei starke Bewerbungen, eine aus Bayern, aus der Stadt Nürnberg und eine aus dem Saarland. Und hier werden wir rechtzeitig eine Entscheidung treffen, damit wir wissen, wohin wir die Fahne für die nächsten Sommerspiele 26 übergeben. Das sind jetzt so Meilensteine in dem Bereich Sportveranstaltungen und Sportgroßveranstaltungen. Und das ist für uns sehr wichtig, weil auch hier die Medienallianz wird wieder eine große Rolle spielen, weil wir eben zeigen können, weil ihr zeigen könnt, muss ich sagen, was ihr drauf habt. Ja? So, aber es gibt natürlich auch die strukturellen Meilensteine und die hat Sven Albrecht eben schon angesprochen, die hat auch Juliane Seifert angesprochen. Es kommt darauf an, dass Inklusion eben nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern im Alltag gelebt wird. Und da haben wir gute Entwicklungen. Es hat sich zum Beispiel jetzt die letzte Sportministerkonferenz sehr intensiv mit Inklusion im Sport beschäftigt. Das ist was Neues, dass sich die 16 Sportminister der Bundesländer damit befassen und dass sie Verabredungen treffen und nicht nur mal darüber geschwätzt haben, sondern auch einen relevanten Antrag einvernehmlich verabschiedet haben. Das ist auch Selbstbindung. Das bedeutet, wir brauchen einen weiteren Ausbau der inklusiven Sportstrukturen in den Bundesländern. Dazu brauchen wir auch Länderfinanzen, was in diesen Zeiten nicht selbstverständlich ist, aber ein überwiegender Teil der Länder hat schon ein Commitment gegeben, das, was wir mit dem Hosttown-Programm entwickelt hatten, auch weiter zu verstetigen im Sinne der Netzwerkarbeit in den Ländern, um diese inklusiven Sportstrukturen zu schaffen. Und dann wird es ganz praktisch auf der kommunalen Ebene die Sportvereine. Wir brauchen die Sportvereine. Wir haben fast 90.000 Sportvereine in Deutschland und davon ist Sven ein gutes Prozent inklusiv. 1%. Ich will niemandem Unrecht tun, vielleicht sind es auch 2%. Wir können es nicht so genau sagen, weil Special Olympics ist ja nicht die einzige Anlaufstelle für inklusiven Sport. Aber das ist zu wenig. Wenn Sie bedenken, jetzt nach der Pandemie, dass immer noch nur unter 10% von Menschen mit geistiger Behinderung überhaupt einigermaßen regelmäßig Sport machen, dann heißt das umgekehrt, über 90% machen überhaupt nicht Sport. Oder kaum wahrnehmbar. Ja? Und das sind Strukturen, an denen kann man nicht von heute auf morgen die Riesenerfolge erreichen. Aber das sind unsere Meilensteine, dass wir die Vereine öffnen, dass die Trainer qualifiziert sind, um auch Menschen mit geistiger Behinderung in ihre Arbeit aufnehmen zu können. Sport vor Ort, glaube ich, Robert und Heidi, das ist das, was ihr wollt, dass ihr genauso im Sportverein euch bewegen könnt,
wie alle anderen auch. Guten Tag, Philipp Höppner vom RBB. Ich hätte gerne direkt eine Frage an Robert und Heidi gestellt. Und zwar, als jetzt eben auch gerade nochmal das Highlight-Video sozusagen lief, könnt ihr da nochmal sagen, was da in euren Köpfen vorgegangen ist? Welche Gedanken sind da nochmal wach geworden? Und wie haben vielleicht auch diese Special Olympics da auch so ein Stück weit euer Leben vielleicht ein bisschen verändert? Könnt ihr das nochmal sagen? Ja, ich würde dazu noch das eine was sagen. Und zwar, wenn man das Video natürlich sich komplett ansieht und dabei war, kommt ein bisschen Gänsehaut hoch, sage ich mal so, weil das, was man hier erreicht hat und erreichen auch kann, das ist Emotion pur. Man fährt auf der Straße, 17. Juni, und man sagt nur einfach Kopf runter und alles andere kann man hinterher regeln und hoffentlich geht's gut. Man muss heil im Ziel ankommen. Alles andere findet sich von ganz alleine. Tolle Stimmung. Weiter so. Ja, also bei mir ging auch ziemlich viel durch den Kopf. Wie zum Beispiel, dass man halt auch bei der Eröffnungsfeier gesehen hat, wie viele Menschen genauso sind wie wir, mit zum Teil auch mit einer geistigen Beeinträchtigung und auch ohne. Und es war auch wirklich unglaublich und es war auch richtig schön, dass es halt nicht um Gewinn ging und ums Verlieren, sondern dass wir uns über jeden Platz gefreut haben. Und das hat sich mit allen Sportlern, egal aus welcher Disziplin, so angefühlt, als wären wir beste Freunde. Weil es gab überhaupt gar keine Streitereien oder sonst irgendwas. Und es war wirklich, also was habe ich noch nie erlebt. War ganz toll.